So, zu guter Letzt gilt es, alle Stellen, die potenziell, ja, ich sag mal, entweder sich viel bewegen und wo Kugellager drin sind oder aber auch irgendwelche Gewinde, wo Wasser eindringen kann, gilt es neu zu fetten, weil natürlich über so eine Saison, gerade wenn man auch mal den Hochdruckreiniger drauf hält, verschwindet das Fett natürlich und wird rausgespült. Deswegen sollte man einmal die Pedale ausbauen und da drin die Gewinde fetten. Man sollte einmal das Tretlager ausbauen und fetten und auch den Steuersatz einmal ausbauen und fetten. Wir fangen jetzt erstmal mit den Pedalen an, die sind am einfachsten. So, bei den Pedalen ist immer wichtig, die beiden Gewinde sind unterschiedlich herum, damit man nicht beim Treten quasi das eine Pedal immer fester tritt und das andere raus, also löst quasi, sondern beide eher tendenziell eher fester getreten werden als gelöst werden, sind diese Gewinde quasi invertiert. So, auf der linken Seite, wenn man drauf guckt auf die Schraube, ja, gegen den Uhrzeigersinn, also hier ist das normale Gewinde quasi drin. Auf der anderen Seite ist es dann aber quasi mit dem Uhrzeigersinn zu lösen. So, bei mir sind... Ah ja, gut, hat sich erledigt. Das muss auf jeden Fall neu gefettet werden, weil da ist irgendwie... Irgendwelche Krümel sind jetzt hier dran. Bei mir sind die Pedale eigentlich noch gefettet, weil ich ja letztens erst ein Video gemacht hatte zu Pedalen und die da gewechselt hatte. Ja, nichtsdestotrotz kann man die einmal sauber machen, am besten mit Haushaltsrolle drum gehen, komplett sauber machen und dann neu einfetten. So, man kann natürlich auch das Mikrofasertuch nehmen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt die Haushaltsrolle hier präferiert habe. Hiermit kommt man halt schön, wenn man den Nagel quasi durchmacht, kommt man schön bis in die Rillen rein und kann dann wirklich einmal komplett hier durch die Rillen durchgehen. So. Ja, da kam eine Menge runter. Ist auf jeden Fall gut, das mal gründlich zu machen. Um jetzt die Gewinde wieder zu fetten, würde ich euch empfehlen, am besten einen Pinsel. Ohrenstäbchen würde ich da nicht unbedingt nehmen, weil durch das spitze Gewinde kann da natürlich die, ja, die Watte sich auflösen und dann ein Stück weit in dem Gewinde hängen bleiben. Das wollen wir verhindern. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach hier so einen, ja, normalen Einweghandschuh anzuziehen. Ein bisschen was von dem Fett auf den Finger zu machen und dann das Ganze hier schön gleichmäßig. So, nicht zu knapp. Macht lieber ein bisschen mehr drauf und wischt es dann von dem Pedal oder hier eben dem Crank. Setup. Und dann würde ich das auch direkt wieder reinschrauben, damit sich gar nicht erst Staub oder Dreck darauf ablegen kann. Auch hier gilt es mal wieder das Ganze nicht zu fett, aber nicht zu fest, aber auch nicht zu lose zu machen. So, damit wäre das Ganze wieder festgezogen. Als nächstes würde ich jetzt komplett die Kurbel ausbauen. Man kann natürlich auch erst die Kurbel ausbauen und dann Pedale so abmachen. So, bei der Kurbel kann das von Rad zu Rad sehr unterschiedlich sein, je nachdem was für eine Kurbel man hat. Ich habe hier den Klassiker mit einem Sechskant so rum, einem Sechskant so rum und dann hier so einem, ja, sternförmigen Ring. Dafür braucht man dann eben den entsprechenden Sechskant und ein solches, ja, Spezialwerkzeug, was genau hier drauf passt quasi. Prüft da am besten erstmal, was ihr genau habt und was ihr für Werkzeug braucht, damit ihr nicht am Ende was rausschraubt, was ihr dann nicht mehr dran bekommt. So, die Schrauben hier habe ich schon gelöst. Ich brauche dann nur noch hier das Ganze rausdrehen. So, da ist noch genügend Fett dran. So, wenn die Schraube raus ist, gibt es hier noch so einen Sicherheitsschnapper. Das ist so ein Plastikteil, was dazwischen ist. Das muss man immer hoch machen. Und dann können wir das Ganze schon abziehen. Jetzt sehen wir, hier hat sich schon einiges an Dreck gesammelt. Das werden wir jetzt erstmal sauber machen.
So, für die Kurbel, da hängt natürlich jetzt noch die Kette drin. Da solltet ihr am besten hier die Kettenspannung einmal runternehmen. Die Kette auf das kleine Ritzel vorne legen. Während aber hinten hochgeschaltet ist, dann kann man das Ganze hier vorsichtig lösen. Jetzt, wenn es ein bisschen gelöst ist, die Kette daneben legen. Wir wollen ja nicht die Kette kaputt machen. Sollte natürlich nicht zu viel seitlicher Druck drauf kommen. So, da hätten wir das gute Stück. Hier diese Schrauben sollten wir einmal festziehen und ja, vielleicht auch einmal bei Gelegenheit jetzt hier das innen drin sauber machen. Und ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. So, dafür nehme ich jetzt hier erstmal einen Lappen und mache das Ganze erstmal so ein bisschen sauber, gerade hier unten. Hier kann man natürlich jetzt auch nochmal mit Kettenreiniger drauf sprühen und wirklich hier den letzten Rest runter machen. Das werde ich jetzt auch mal eben tun. So, an meiner Kurbel war auf jeden Fall ordentlich Dreck. Ich habe das Ganze jetzt mit Kettenreiniger nochmal alles gereinigt. Da das ein Gravelbike ist, hing hier richtig Matsch drin. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Von daher auch ganz gut, das mal komplett abgemacht zu haben. Und als nächstes gucken wir uns jetzt hier die Kugellager oder die Tretlager an sich an. Hier sammelt sich bei mir schon von außen richtig viel Dreck. Den sollte man natürlich irgendwie wegwischen. Und hier dann vielleicht auch mal mit Zewa wirklich reingehen. Und das Ganze auch nochmal von der anderen Seite. Bei den Tretlagern selber solltet ihr jetzt einmal prüfen, ob die auch noch gut gängig sind. Also am besten einmal mit dem Finger rein und gucken, dreht sich das Ganze noch gut. Bei dem Rad dreht sich das Ganze leider nicht so mega galaktisch gut, aber einfach weil die Tretlager sowieso nicht so hochwertig sind. Das ist halt, sind dann so die Unterschiede bei einem 1000 Euro, von einem 1000 Euro Gravelbike zu einem, ja, 3000 Euro Gravelbike. Insgesamt bewegt es sich aber noch. Hier könnte ich mal überlegen, ob ich die Tretlager mal irgendwann auswechsle. Ist aber ein etwas aufwendigerer Akt, da muss man dann das Ganze rausschlagen. Mache ich jetzt hier an der Stelle nicht. Was ich dafür aber mache, ist neues Fett hier rein. Hier hinter befindet sich so eine Einmulde. Die würde ich einmal wieder neu gut fetten. Auch hier außen. Einmal alles mit neuem und frischem Fett einschmieren. Versucht den Handschuh möglichst sauber zu halten. Nicht den Dreck wieder reinzubringen, sondern nur frisches Fett. So, das Ganze jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Und zu guter Letzt fette ich dann noch die Kurbel an sich ein. Das mache ich einfach hier auch mit dem Handschuh. Gut, dann können wir das Ganze wieder einbauen. So, für den Einbau lege ich die Kette jetzt erstmal hier so drauf und schiebe die Kurbel so, bis ein leichter Widerstand kommt, wieder rein und lege anschließend die Kette auf das kleine Ritzel. So, hier muss jetzt genügend Druck drauf. Das mache ich am besten nicht am Ständer. Da lege ich das Rad also einmal kurz runter und dann kann ich hier einmal drauf hauen. Schaltung mache ich auch wieder runter, damit das alles wieder in seiner richtigen Bahn ist. Wunderbar. Dann kann ich jetzt die Kurbel hier wieder drauf machen. Natürlich wichtig, dass sie nicht so drauf ist, sondern genau gerade. Wobei ich glaube, das verhindert auch hier die Zahnritze hier dran. So, mit gut Kraft von beiden Seiten gegendrücken. Dann können wir den Splint hier wieder vormachen, können
diese Schraube hier wieder reindrehen. Die muss nicht fester angezogen werden. Ich glaube irgendwie so 2-3 Newtonmeter oder so, das ist nicht viel. Also das, was man hier drauf ausüben kann an Druck, das kann man natürlich ruhig drauf geben, aber mehr Brauch habe ich. So, zu guter Letzt schraube ich dann diese Schrauben hier wieder fest. Erstmal lose, sobald sich hier ein Widerstand ergibt, schraube ich die andere Seite erstmal fest, damit es auch gleichmäßig ist. Also hier dann auch bis zum Widerstand. So, der erste Widerstand ist da. Hier steht jetzt bei mir drauf 12 bis 14 Newtonmeter Torque. Ich mache es aber erstmal grob, weil wie gesagt, ich werde am Ende alle Schrauben nochmal komplett festziehen. So, damit hätten wir das Tretlager gefettet. Ich würde jetzt alles hier drumherum, was noch fettig ist, einmal abwischen. Vielleicht auch nochmal nach der ganzen Aktion das Rad abwaschen. Komplett. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, entschuldigt die Musik im Hintergrund. Ist auf jeden Fall ganz geile Musik, aber ich hoffe, es lenkt jetzt nicht zu sehr hier ab. Meine Nachbarn scheinen eine Gartenparty zu feiern. Sehr geil. Ja, genau. Als nächstes wollen wir jetzt den Steuersatz fetten. Dafür müssen wir hier oben quasi den ganzen Lenker abbauen, müssen dann unten die Gabel rausnehmen und dann kommen wir da dran. Dafür können wir zunächst einmal hier oben die Schrauben lösen. So, dann können wir hier erstmal von der Kappe den Deckel abnehmen. An dieser Stelle sollte man ja schon vorsichtig sein, je nachdem wie locker das Ganze bei jemandem sitzt, kann natürlich das die Gabel mit Rad schon rausfallen. Voilà. So, hier müssen wir aber jetzt erstmal den Lenker nach oben abnehmen. Jetzt vorsichtig die Spacer hier rausnehmen. Wichtig und merken, wie viele man wo hatte. Dann können wir auch diese Kappe hier abnehmen. Und im nächsten Schritt können wir eigentlich schon dran ziehen. Tut sich bei mir jetzt nicht viel. So, ich hatte hier jetzt noch etwas mit der Gabel zu kämpfen. Und zwar lag das daran, dass hier oben so eine Art ja, Ring drin war noch, der erstmal gelöst werden musste, damit ja, sich da überhaupt irgendwas bewegt quasi. Genau, man sieht es nämlich jetzt schon, der hält das ganz gut. So, das habe ich jetzt gelöst und jetzt habe ich, ja, jetzt sieht man hier unten schon, das ist ordentlich eingesifft. Da müssen wir auf jeden Fall mal ran. Jetzt hat man nur immer das wehleidige Problem, dass die Gabel irgendwie so in der Luft rumhängt. Von daher kommt mir dieses Teil hier ganz gelegen, was das so ein bisschen absichert. Dann kann ich das nämlich immer wieder da reinstecken. So, für euch könnte es dann vielleicht hilfreich sein, sich was hier drunter zu stellen, was die Gabel direkt hält oder ähnliches. So, hier wische ich jetzt erstmal das Ganze ordentlich sauber. Da hat sich wirklich viel Dreck angesammelt. Ich würde hier keine Reiniger anwenden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es dafür auch Reiniger. Ich bin eher vorsichtig. So, aber das Ganze hier mal ordentlich sauber machen. So, das hätten wir dann auch. Und als nächstes kann ich jetzt die Kugellager rausholen. Das fällt mir hier schon fast entgegen. So, wichtig ist, man kann jetzt eigentlich die Gabel natürlich nirgendwo ablegen. Ich könnte sie höchstens hier so. Jawohl, das geht. So. Genau. Um die Kugellager hier geht es jetzt natürlich. Das ist auch richtig versifft. Da kommt immer richtig viel Dreck rein bei den Steuersätzen. Weil natürlich von vorne der Staub da dran fliegt und ja, die Öffnung dann doch recht groß ist und ja, sehr viel da eintritt. Deswegen machen wir das einmal komplett jetzt hier sauber und prüfen dann einmal, ob sich das Ganze hier, der innere Ring, noch gut dreht, kein Knacken ist. Ja, es scheint hierbei recht gut noch zu sein. Kann man also auf jeden Fall weiterfahren. Sollte da irgendwie ein Knacken sein,
dann müsste man das Teil natürlich auswechseln, weil das erzeugt dann die nervigen Knackgeräusche beim Lenken. Und hier oben drin müssen wir auch einmal sauber machen, da ist nämlich auch richtig viel Scheiße dran. Und das gleiche gilt für hier oben. Hier ist nämlich auch noch ein Steuersatz drin. Oh, der ist bei diesem Modell jetzt, ja, da ist kein zues Kugellager drin, sondern eins, was man direkt auseinandernehmen kann. Das würde ich da jetzt mal drin lassen lieber. Ja, weil da kann es nämlich schnell passieren, dass die Kugeln durch die Gegend fliegen und so. Das ist kein Spaß. Man kann das natürlich machen, dann muss man sich wirklich die Zeit dafür nehmen, das einmal komplett hier zu reinigen. Zumindest den äußeren Ring hiervon. Ansonsten sieht es da aber auch gut aus. So, dann die Handschuhe nochmal sauber machen und anschließend kann man dann hier sich was auf die Finger machen und das Ganze hier mal ordentlich. So, nachdem das Ganze jetzt wieder gefettet ist, setze ich die Deckel hier wieder drauf. Den hier unten müssen wir auch nochmal fetten. Einmal hier den äußeren Ring, in dem sich das Ganze befindet. Und dann das Kugellager an sich. Von innen. Sitzt jetzt wieder. So, und auch die Gabel selber würde ich hier unten auch nochmal einfetten. Hier unten und bis hier oben. Jetzt können wir das Ganze wieder hier einführen. So, durch das Fett rutscht das Ganze hier schneller wieder raus, deswegen müssen wir jetzt hier einmal schnell die Sachen drauf machen. Drehe ich erstmal wieder lose rein, damit die Gabel schon mal nicht mehr rausfallen kann. Beim Festdrehen der Schrauben ist hier wichtig, dass ihr zuerst die hier richtig festdreht, weil dadurch der Druck auf quasi den Steuersatz entsteht und erst dann die Schrauben hierfür, die dann quasi das hier verhindern. So, deswegen mache ich jetzt hier oben die Schraube erstmal feste. Und jetzt kann ich hier noch leicht dran drehen. Kein Spiel mehr im Steuersatz. Kann man hier auch prüfen. Dann kommt der Reifen wieder rein. Und jetzt nehmen wir das Rad einmal ab. So, und hier müssen wir jetzt schauen, dass der Lenker wirklich im 90 Grad Winkel zum Vorderrad ist. So, wunderbar. Jetzt sind wir weitestgehend durch. Das Einzige, was ich als allerletztes noch machen würde, ist alle Schrauben nochmal mit einem Drehmomentschlüssel festziehen. Und ja, damit sollte weitestgehend alles für den Frühling fit sein. Wir haben, um nochmal zusammenzufassen, wir haben die Laufräder geprüft, wir haben die Schaltung geprüft, wir haben die Kette gemessen, wir haben eine Sichtprüfung am Rahmen auf Risse, Dellen etc. gemacht. Wir haben alle Lager nochmal gefettet, wir haben Gewinde gefettet, wir haben die Bremse richtig eingestellt, die Schaltung funktioniert. Ja, soweit. Alles top. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ist alle Schrauben nochmal mit einem Drehmomentschlüssel vernünftig nachzuziehen und zu prüfen, ob alle Schrauben noch mit dem richtigen Drehmoment festgezogen sind. Das mache ich jetzt noch zum Abschluss und ja, damit sind wir dann auch durch. Also, ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Falls ihr irgendwo Probleme habt, nicht weiter wissen solltet, schreibt mir gerne in die Kommentare oder aber noch besser, wendet euch an einen Mechaniker beim Fahrradladen um die Ecke oder sonst was.
holt euch die Hilfe, wenn ihr sie braucht. Cool! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und abonniert den Channel. Würde mich super freuen. Ich versuche jede Woche ein Video hochzuladen mit Fahrrad-Content, entweder Tutorials, Reviews oder Touren. Und ja, würde mich freuen, euch öfters zu sehen. Also, macht's gut, schönen Feierabend und stay cycle addicted.